Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man Daten vom HDD-Netzwerk Videorekorder Hikvision Modells IDS7104NEQ1-4P wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Heutzutage werden Videoüberwachungssysteme zum Notfall nicht für Geschäfte und Büros, sondern auch für die Überwachung der Straße oder der Wohnung zu Hause. Während in der Vergangenheit solche Systeme PK-basiert waren, sind heute eigenständige Device-Systeme, die nicht an einen PK angeschlossen werden müssen, üblich. Eine Fehlfunktion des Geräts oder ein versehentliches Löschen von Videos von der Festplatte des Rekorders kann sogar zu bedauerlichen Situationen führen, wenn eine sehr wichtige Aufnahme verloren geht. Die Rekorder zeichnen die Videos von Kameras in einem speziellen Format auf und speichern sie, und es ist nicht möglich, einfach die erforderlichen Informationen daraus zu erhalten. Sie benötigen spezielle Software vom Hersteller des Geräts. Im Falle einer Löschung benötigen Sie ein spezielles Programm, das die verlorenen Informationen finden und den Benutzer anzeigen kann. Schauen wir uns zunächst die Ursachen von Datenverlust von DVR an und überlegen wir dann, wie man Daten von der Festplatte wiederherstellen kann. Die häufigsten Ursachen für Datenverluste sind folgende: Hardware- und Softwarefehler des DVRs, versehentliches Löschen oder Bestätigung von Videoaufnahmen, Formatierung oder Initialisierung des Datenträgers, Festplattenausfalls etc. Wenn eine Festplatte ausfällt, können Sie die verlorenen Informationen nicht selbst wiederherstellen. Sie müssen sich an einen Spezialisten wenden. Wenn der DVR ausfällt, muss nichts wiederhergestellt werden, da alle Daten auf der Festplatte verbleiben. Wenn Sie jedoch die Festplatte des DVR an den Computer anschließen, wird in den meisten Fällen nichts darauf angezeigt und in der Datenträgerverwaltung wird die Initialisierung angeboten. In diesem Fall kann die Software des Herstellers helfen und zeigt das Video an. Was aber tun, wenn ein solches Programm nicht gibt? Sie können entweder nach dem gleichen Netzwerk Videorekorder suchen oder ein Datenrettungsprogramm verwenden. Dieses DVR-Modell unterstützt Kameras von Drittanbietern und ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 IP-Kameras. Ein effizientes Videokompromittierungssystem reduziert den Speicherplatz. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich 2 Videogänge, HDMI und VGA. Eine 100 MB Ethernet-Netzwerkschnittstelle, 2 USB und 4 unabhängige PoE-Anschlüsse sowie ein Stromanschluss. Im Inneren des Geräts befindet sich ein Platz für eine Festplatte und ein Steckplatz zum Anschluss einer Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 6. Wenn Sie eine alte Aufnahme wiederherstellen müssen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass der DVR eines jedes Modells eine begrenzte Speicherkapazität hat. Abhängig von der Bildqualität und der Anzahl des Kameras wird eine bestimmte Zeitspanne ausgezeichnet und anschließend werden die alten Daten überschrieben. Wenn der nächste Aufnahmezyklus gestartet wird, wird das alte Video hochwahrscheinlich nicht wiederhergestellt. Bevor Sie irgendwas mit den für uns wichtigen Informationen machen, formatieren, löschen, partitionieren von logischen Festplatten und andere Datenmanipulationen, vergessen Sie nicht, Backups zu machen. Die meisten Modelle verfügen über eine Option zum Einrichten von Backups.
Im Menü können Sie einen Zeitplan einstellen, Kameras, Videotyp und andere Parameter festlegen. Wenn Sie keine Sicherungskopie Ihrer verlorenen Videos haben, verwenden Sie die Datenrettungssoftware Hetman Partition Recovery. Um Daten von der Festplatte des DVR wiederherzustellen, muss dieser mit einem Computer mit Windows-Betriebssystem verbunden sein. Schrauben Sie die Abdeckung des Geräts ab. Entfernen Sie dann die Festplatte, trennen Sie sie vom DVR und schließen Sie sie an den PC an. Wenn das Laufwerk angeschlossen ist, wird es nicht im Explorer angezeigt und in der Datenträgerverwaltung fordert das System Sie auf, es zu initialisieren. Klicken Sie auf Abbrechen. Durch die Initialisierung werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht, sodass die nächste Wiederherstellung höchstwahrscheinlich festlegen wird. Führen Sie Hetman Partition Recovery aus. Das Programm sieht das angeschlossene Laufwerk und identifiziert sein Dateisystem Hikvision. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und öffnen Sie es. Wählen Sie schneller Scan und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Falls schneller Scan keine Ergebnisse liefert, versuchen Sie eine tiefere Analyse durchzuführen. Wie Sie sehen können, war das Programm in unserem Fall in der Lage, den Rest der Informationen auf dem Laufwerk problemlos zu finden. In der Regel sind die Namen der DVR-Dateien gleich. Wenn Sie ein bestimmtes Video wiederherstellen möchten, können Sie es mit Hilfe der Vorschau-Funktion finden. Markieren Sie die Dateien, die von Datenträger extrahiert werden sollen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherort an und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Es gibt auch drehfähige DVR-Modelle, die zum Schutz der Datenspeicherung entwickelt wurden. Wenn Sie Informationen von einem solchen Gerät wiederherstellen müssen, verwenden Sie die Software Hetman RAID Recovery. Es erkennt automatisch das beschädigte RAID-Array und setzt es wieder zusammen, und Sie können die wichtigsten Informationen daraus kopieren. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.